Los, Hannes, keine Müdigkeit vorschützen, du schaffst es! Los, Hannes, weiter! Der schafft's nicht. Ich hab Angst. Dann guck weg, Schwesterherz. Blöde Ziege. Affe. Los, Hannes, du schaffst es. Du schaffst es. Los, hör. Auf mich. Los, Hannes, hör. Anderbeinchen. Er wird abstürzen, ich hab Angst. Sei doch endlich still, verdammt nochmal. Du machst schon ganz nervös. Hannes, weiter. Los, höher. Jonathan, mehr zu. Der Loch ist total eingescheuert. Nicht hier, ja, auf der Welt. Anna, du musst zum Fürst auch mal. Scheiße. Los, weiter, du Feigling. Piss auf den Fürst. Mach nur Feuer, du Schweine. Er sollte nur die Hälfte der Mutprobe machen. Extra wirst du werden nicht gebraten. Er hat dich beworben, also muss er auf den Fürst. Knie dich doch richtig in der Krabbelzimmer rauf, verdammt nochmal. Nicht umgucken. Hast du geschafft. So, bis zum Häuschen. Mir muss nichts passieren. Komm nicht so langsam, Mann. Beeil dich mal ein bisschen. Lass ihn doch langsam klettern, Mensch. Fällt dir nach unten? Ich hab so eine Angst. Schon wieder? Nee, immer noch. Ja. Weiter! Los, alles! Weiter! Mach schon! Los, guck dich dann lieber um! Der hat bestimmt schon eine Hose voll. Hast gut gemacht, Hannes. Jetzt sag deine Losung. Ich bin auf dem Dach. Ich bin am Ziel. Ab heute bin ich ein Krokodil. Da hängt einer auf dem Dach. Wo denn? In der Ziegelei, einer Papageiensiedlung. Schnell! Gut, mit wem hast du eben telefoniert? Mit der Feuerwehr. Da hängt einer auf dem Dach. Der Hannes Bruchsmüller. Um Gottes Willen. Hilfe! Hilfe runter! Wo läufst du denn hin? Frau Bruchsmüller Bescheid sagen. Hilfe! Hilfe! Ich will runter! Hilfe! Hannes! Komm nicht rein, ich schaff's nicht, geht nicht. Scheiße. Mach mal hier. Ming, da kommt die Feuerwehr.
Ich sei still. Den Arsch sollte man dir gehörig versohlen. Tot könntest du sein. Sei froh, dass du nicht mein Junge bist. Sag mal, warst du allein? Ich hab dich gefragt, ob du allein warst. So, jetzt erzähl mir mal, wie du darauf gekommen bist. Wie heißt du denn? Wo wohnst du denn? Buchsmüller, Hans Buchsmüller, in der Superpapageien-Sippen, Silberstraße. Aber ich kann schon allein nach Hause. Komm, bleib mal schön hier. Nee, nee, mein Lieber, du gehst nicht allein nach Hause, verstanden? Wir fahren dich nach Hause. Wollen deine Eltern mal ein bisschen was erzählen. Komm, steig ein. Wenn ich mir vorstelle, dass der Hannes runtergefallen wäre, dann wäre er jetzt tot. Nur nicht dran denken. Aber wissen möchte ich doch, woher die Feuerwehr so schnell gekommen ist. Tot könnte er sein. So ein Leichtsinn. Wenn ich deiner angerufen hätte, nicht auszudenken, was passiert wäre. So ein Leichtsinn. Kind, was hast du dir denn bloß dabei gedacht? Aber er kann doch schon lesen, oder? Ganz groß steht dran, dass das Betreten verboten ist. Einsturzgefahr. Da steht doch nicht aus Jux und Dollerei dran. Fragen Sie noch mal, wer noch dabei war. Er kann doch nicht allein gewesen sein. Vielen Dank. Ich bin ja so froh. Ja, wenn er meiner wäre. Ich würde ihm die Hammelbeine langziehen. Darauf können Sie Gift nehmen. Vielen Dank. Ich bin ja so froh, dass nichts passiert ist. Ich möchte bloß wissen, woher die Feuerwehr so schnell gekommen ist. Die kam ja wie auf Bestellung. Jedenfalls ist nochmal alles gut gegangen. Aber trotzdem möchte ich wissen, weil die Feuerwehr so schnell gekommen ist. Aus vielen Fragen wisst ihr gar nicht, wo das überhaupt gekommen ist. Du kannst überhaupt nicht mitreden, ihr seid einfach weggelaufen. Scheiß Hosen voll. Fühl dich bloß nicht so auf. Du siehst gerade, als ob du den Hannes runtergeholt hättest. Ihr seid doch auch abgehauen. Ja! Ich muss gleich wieder zurück. Ich bin ausgerissen. Hab Stubenreis. Schöne Scheiße. Zieh deine Hose aus. Wisst ihr, wer die Feuerwehr gerufen hat? Das war der Wolfemann. Der Kuck. Der Krüppel. Der Rollstuhlrennfahrer. Die halbe Portion. Der hat alles durch das Fernglas beobachtet und dann die Feuerwehr angerufen. So ein starkes Fernglas hat der. Ausgerechnet der Wolfemann. Schöne Scheiße. Sagst du, was soll ich sagen? Muss gleich zu Wolfemann. Mich bedanken. Bedanken? Hat mein Vater bestimmt. Sonst hebt er den Stuben da erst nicht auf. Bedanken? Bei dem, der doch sowieso den ganzen Tag nichts anderes macht, als andere Leuten beobachten. Du bist vielleicht blöd. Er hätte ja auch nicht die Feuerwehr anrufen brauchen. Na, der Matz? Da muss ich halt bedanken, Hannes. Was ist denn das? Zeig mal. Hör mal, was die hier verquatscht schreiben. Wenn ich innerhalb einer Woche die Hütte abgerissen ist und das Material abgefahren, dann werden das die städtischen Arbeiter besorgen. Der Platz muss sauber gefegt zurückgelassen werden, der Förster. Was soll der Blödsinn? Die können doch nicht einfach unsere Hütte abreißen, was die für eine Arbeit gemacht hat. Was glaubst du, was das den Förster kümmert? Und jetzt? Ihr glaubt doch wohl nicht im Ernst, dass wir die Hütte abreißen. Diese blöden Macaronis haben mir gerade noch gefehlt. Haut ab, los! Ich habe gerade schon bekommen, Und lass sie doch! Die haben doch gar nichts getan! Nichts getan?
Ich kann ja nicht mal Deutsch. Na und, kannst du vielleicht Italienisch? Eben, der Weg ist für alle da. Jetzt bist du aber stolz, was? Dich an Kleinhand vergreifen, du Held. Das ist gegen unsere Abmachung, dass wir uns niemals an Schwächeren vergreifen. Ist doch wahr, die sollen in ihren Kopf bleiben. Wir gehen ja auch nicht nach Klein-Sizilien. Jetzt lass mich in Ruhe. Ich muss nach Hause. Hab Stuben noch was. In Pfanne ist deine Hose. Bedanken soll er sich, so ein Quatsch. Ich würde mich jedenfalls nicht bedanken. Das hat ja auch keiner von dir verlangt. Ist Vater schon da? Er kommt gleich. Dann bleibe ich so lange draußen. Aber bleib hier, fahr nicht weg. Hm? Ja, ist gut. Bedanken, hat mein Vater gesagt. Na, dann tu's doch. Hab ich doch. Na, dann ist ja gut. Bist du aufgenommen jetzt? Siehst du. Hast du Zeitung gelesen? Nee, ist keine Zeitung. Steht auch immer gleich im Westen. Ist wieder eingebrochen worden in der Siedlung. In einem Radiogeschäft. Olaf sagt, sind bestimmt die Ithaka oder die Zirken. Wieso, war er dabei? Nein, natürlich nicht. Und warum weiß er's dann? Du stellst auch Fragen. Ich muss rein, da kommt mein Vater. Lass den Wagen am Depoteingang stehen. Ich muss morgen als erster raus. Ja. Tschüss. Willst du noch mit reinkommen? Mhm. So, dann kommen wir raus. Da, Mutti. Hallo. Na? Oh Gott. Du wirst ja immer schwerer, sag mal. Kann nicht sein, vielleicht wirst du mal schwächer. Das kann nicht sein, jedenfalls wirst du immer frecher. Du, Mutti, ich muss morgen früh um 5 Uhr raus. Ich hab Frühschicht. Oh, jeden Tag eine andere Schicht. Was denn? Sei doch froh, dass ich überhaupt Arbeit habe. So, ja. Dann. Schön kalt, nicht? So, Achtung. €1000 Belohnung für Hinweise. 6. Einbruch innerhalb von 4 Wochen. Schreiben die in der Zeitung. Zum Lesen? Sag mal, Vater, was denkst du, wer die Einbrecher sind? Keine Ahnung. In unserer Schule sagen sie, dass es Ausländer sein könnten. Könnten. Die Leute hören hier das Gras wachsen. Meinst du, es sind Ausländer, Vater? Das weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Ach komm, lass doch die blöden Ausländer aus dem Spiel.
du den Arzt anrufen? Nein, nein, es ist nur... Was? Im Elektrolager ist eingebrochen worden. Ihr könntet euch ruhig ein bisschen mehr um den Jungen kümmern. Auch wenn er nicht laufen kann. Gerade weil er nicht laufen kann. Aber was soll man denn mit dem? Der kann doch nirgendwo mit hin. Red nicht so. Wenn du vom Dach gefallen wärst, dann müsstest du vielleicht auch dein Leben lang im Rollstuhl geschoben werden. Ach, da darf ich gar nicht dran denken. Hast du die Kaninchen schon gefüttert? Die ist doch gerade dabei. Und den Käfig sauber gemacht? Ist schon. So, hier, komm. Beeil dich. Vergiss nicht wieder die Hälfte. Wenn er schon bei diesem Krokodilland ist, dann könnten sie sich auch wenigstens ein bisschen um den Wolfermann kümmern. Wie stellst du dir das vor? Ist doch ganz einfach. Sie können doch mitnehmen. Kann nicht so schwer sein, Rollstuhl zu schieben. Doch, das ist schwer, weil der Langsamste immer das Tempo angibt. Aber warum kümmerst du dich überhaupt darum? Das hast du auch früher nicht getan. Früher. Auf jeden Fall hat er unserem Hannes das Leben gerettet. Na, 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 jetzt keinen Dankgottesdienst abhalten. Ist doch wahr. Ich gehe in den Garten. Ich möchte mal wissen, was die Polizei tut. Die sitzen auf ihren dicken Ärschen und warten, bis die Einbrecher sich selber stellen. Was sollen die denn sonst machen? Nacht zwei Alt und Kölsch. Die können doch nicht jede Nacht vor jedes Geschäft und vor jedes Lager zwei Polizisten als Wache stellen. Also Junge, ich mach dich ja, aber deswegen musst du doch nicht alle Wege versperren. Was soll er denn sonst machen? Soll er sich in Luft auflösen? So war das doch nicht gemeint. Gib mir mal ein Bier. Ja, es gibt heute überhaupt noch ein Thema. Eine Dreistigkeit war es doch. Ich bin eben vorbeigekommen am Elektrolager. Wie die das überhaupt gemacht haben. Die haben da ganz oben die Scheibe eingeschlagen und sind durchs Fenster eingestiegen. Das sind doch mindestens 6 Meter. Das sind Profis. Kannst mir sagen, was du willst. Vielleicht sollten die im Spaghettiviertel doch mal aussuchen. Mann. Glaubst du, dass die das Zeug zu Hause lagern? Wenn die das überhaupt sind. Eben. Drei Bier, drei Schnaps. Was guckst du denn so blöd? Vielleicht kriegt der Geld dafür, dass er so bekloppt guckt. Wer war das? Hör mal, du halber Mein Vater ist in der Kneipe. Ich weiß. Immer wenn er in den Garten geht, geht er in die Kneipe. Willst du mal mit in die Hütte kommen? Ich kann den schlechten Weg im Wald allein nicht fahren. Lass mal lieber. Den anderen wird das bestimmt auch nicht recht sein. Lass es mal meine Sorge sein. Was? Warum guckt er denn so? Kannst du mir sagen, was der Zirkus hier soll? Wir sind doch schließlich kein Krankenhaus. Ist ja schließlich ein öffentlicher Weg, oder?
Samariter spielen willst, dann ist das da eine Sache. Aber dann trenn das Krokodil ab. Los, Leute, es geht weiter. Was wollt ihr denn hier? Fruchtelhütte zeigen. Ist das vielleicht verboten? Weiß doch, wie der Olaf ist. Bloß nicht den King spielen. Wir sind schließlich auch wer. Komm, wir fahren wieder weg. Ja, Patze! Säcke! Hat dir der Wolfermann eigentlich getan? Fang nicht damit an, ich weiß, wie das geht. Erst komm und Hütte besichtige. Und dann bleibt er und dann sagt er, er gehört zu uns. Und wenn, was wäre schon dabei? Sag mal, spinnst du? Möchtest du den Lamm bei uns haben? Na also, mach kein Theater. Der Wolfermann weiß jedenfalls, wo er jetzt dran ist. Der war ein Klotz für uns im Bein. Es ist jedenfalls kein Grund, ihn so zu behandeln, als wäre er der letzte Dreck. Nicht so schnell, Mensch! Du gibst ihn ja um! Der Olaf meint es bestimmt nicht so. Den kenne ich doch. Ist schon gut. Komm, wir spielen weiter. Kommst du mit zum Waldfest? Glaub nicht, ist ja nicht meine Schule. Da kann doch kommen, wer will. Trotzdem. Sag mal, was würdest du machen, wenn du wüsstest, wer die drei Einbrecher sind? Ich? Wieso hast du drei gesagt? Ich meine, was würdest du machen? Wieso hast du drei gesagt? Wieso weißt du, dass es drei sind? Ach Mensch, das habe ich nur so gesagt. Also, was würdest du machen? Anzeigen. Klar. Wieso fragst du? Würdest du das nicht machen? Doch, doch. Mensch, ich muss nach Hause. Tschüss. Tschüss. Tschüss, warte mal. Hannes, willst du nicht mit uns essen? Nee, warte mal. Sag mal, Mutter, bin ich euch eigentlich eine große Last? Was? Wer hat denn das gesagt? Niemand, aber ich spür's. Die von den Krokodilern wollen mich nicht haben, nur weil ich nicht auf Bäume klettern kann und nicht Fahrrad fahren kann. Ach, Kurt, dafür kannst du andere Sachen, die die nicht können. Du hast sie doch bis jetzt nicht gebraucht. Warum auf einmal? Was liegt dir an denen? Du, ich warte in der Baumhütte. Ganz oben. Von da oben kann man ganz weit sehen. Und dein See war auch dabei, mit 1000 Seerosen. Wie bist du nur darauf gekommen? Geschwebt, wie ein Engel. Kurt! Du! Kurt! Ja? Rat mal, was ich dir mitgebracht habe. Ein Kamel. Falsch. Ein Elefant. Ganz falsch. Achtung. Ja! Donnerwetter. Aber... Reg dich nicht auf, Mutti. Das habe ich auf dem Müll gefunden. Quatsch. Das habe ich gebraucht gekauft. Na, was sagt ihr denn dazu? Du Wolfermann!
probieren? Thea spricht nicht mit jedem. Sprecht ihr mit jedem? Und eben nicht. Hey, Affe! Sollst sofort nach Hause kommen. Gib's mir schriftlich. Wenn du nicht mein Bruder wärst, könntest du was erleben. Ach, wenn du nicht mein Bruder, leg deine andere Flasche auf. Los, ab, du blöde Sau! Lass mich auch mal schießen. Die Hütte ist weg, weg, tot! Was ist? Die Hütte ist weg, also ich hätte seine Wacke nicht da und die Hütte auch nicht. Los, zur Hütte! Wenn ich das wüsste, ich weiß schon, was ich mit denen machen würde. So eine Gemeinheit! Da vorne am Baum hängt ein Zettel. Ich habe euch gewarnt, der Förster. Verdammt nochmal! Überall jagen sie uns weg! Die Hütte hat doch bisher niemandem wehgetan. So ein verdammter Mist! Wo sollen wir jetzt hin? Baut euch doch auf der alten Ziegelei eine Hütte. Da kommt vielleicht keiner hin. Außer der Feuerwehr natürlich. Also hör mal, du kannst hier wohl alt und grau werden, aber nicht frech. Aber wahr ist es. Wenn Kurt nicht gewesen wäre, ihr seid doch alle weggelaufen. So ist das doch. Hör doch endlich auf. Dein Vorschlag ist gar nicht so schlecht, Rennfahrer. Merkst du es jetzt erst? Schaltest aber schnell. Ach, Kurt, ich sag's dir doch nur. Vater sieht's nicht gern, wenn du mit diesen Krokodilern unterwegs bist. Und du? Wieso ich? Ich meine, dass Vater recht hat. Es hat mir keiner was getan. Der Hannes ist ein netter Junge. Und die Maria auch. Und die anderen? Willst du dich ihnen aufdrängen? Was soll ich denn machen in den Ferien? Wegfahren tun wir nicht. Kurt? Ja? Was wollt ihr denn hier? Wir wollten Kurt abholen. Wohin? Spazieren. Mensch, bist du schwer. Schwester und Hannes. Und der Rennfahrer. Ja, die kann was erleben. Komm! Kannst du mir sagen, was der Zirkus hier soll? Was lieber mit an, dass wir den Kurt durch den Zaun kriegen. Und wieso soll er durch den Zaun? Weil er hier draußen nicht allein stehen kann, da. Soviel ich weiß, hat ihn keiner eingeladen. Doch, ich. Und wer bist du? Soviel wie du, du Arschloch! Ich hab schon mal gesagt, ich hab nichts gegen den Rennfahrer. Aber in unserer Bande können wir nicht gebrauchen. Und damit war's da. Das ist ein Wurf. Krieg aus der Bande auf. Ich auch. Ihr spielt wohl was? Seid gemein! Ihr habt das Leben gerettet, sagt mein Vater. Aber mir nicht! Was gibt's bei dir schon zu retten? Hey, mal langsam. Und wenn wir wollten, du siehst, das geht nicht. Versuch's doch. Ich habe eine Zange in der Tasche. Damit können wir ein Loch in den Zaun schneiden. Der Kerl scheint an alles zu denken. Also gut. Nur für heute. Wir wollen es mal versuchen. Kannst du mir sagen, wie das weitergehen soll mit dem Rennfahrer?
Darf er nun auf das Gelände oder nicht? Aber nicht mit uns. Lass doch, stört doch keinen. Ich denke nur nicht, dass das zur Gewohnheit wird. Heute mal eine Ausnahme. Olaf, nun sag du was. Schließlich kann sie Maria nicht alles erlauben. Nur weil sie deine Schwester ist. Damit passt das. Trotzdem, ich fühle mich ein bisschen verantwortlich, weil ich ihn mitgebracht habe. Hätten halt nicht mitgebracht. Fang nicht schon wieder an. Kurt! Scheiße. Komm, Hannes, wir gucken mal. Vielleicht ist er auf den Baum geklettert. Komplettes Warenlager. Das sind bestimmt die Sachen, die aus dem Lager gestohlen worden sind. Schlaues Börschchen, was könnte es sonst sein? Der Kurt musste das gewusst haben. Mensch, der ist doch hellseher.
Ob du mir glaubst oder nicht, ich wusste nichts. Reiner Zufall. Aber als ich die Latten gesehen habe und die Kartons dahinter, da kam mir sofort der Verdacht. Warum glaubst du, dass das die Sachen sind von den Einbrechern? Wem sollten sie sonst gehören? Die müssen doch das Zeug irgendwo verstecken. Und wisst ihr ein besseres Versteck? 1000 Mark Belohnung sind ausgesetzt. Jetzt müssten wir nur noch wissen, wer sie sind. Dann wäre alles klar. Ich weiß es. Du weißt es? Was weiß ich? Wer die Einbrecher sind? Ach so! Er soll auch sagen, wer die Einbrecher sind! Ja, aber warum zeigst du sie nicht an? Weil ich es nicht beweisen kann. Wie im Tatort. Und das Lager hier? Ist das ein Beweis? Also wer ist es? Weiß ich nicht. Die haben uns verscheißert. Ich weiß nur, dass es 3 Männer sind und dass jeder ein Moped fährt. Und an einem Moped... Los, weiter! ...ist am Lenker ein Fuchsschwanz und bunte Bänder. Das ist alles, was ich weiß. Na also, das ist doch schon was. Nichts ist das, gar nichts. Mein Bruder hat auch ein Moped und einen Fuchsschwanz mit bunten Bändern. Na und? Was willst du damit sagen? Willst du sagen, dass... Bruder, Blick schwer ab, Mensch, du warst doch gar nicht gemein. Du wolltest dich doch nicht geraten haben. Ja, was machten wir denn noch, Leute? Fangen wir alle an zu suchen. Du hast vielleicht Nerven. Weißt du, wie viele Mopeds es in unserer Stadt gibt? Das werden wir dann alle erfahren. Sag mal kurz. Das war doch alles nicht wahr. Doch, alles. Ich meine, du weißt doch mehr. Du weißt doch, wer die Einbrecher sind. Natürlich weiß ich das. Ja, um Himmels Willen, warum zeigst du sie denn nicht an? Wenn ich es dir sage, hältst du deinen Mund? Egon ist dabei. Egon? Welcher Egon? Aber du meinst ja nicht Franks Bruder. Doch, Franks Bruder. Nein. Ja. Was hast du denn? Ich muss mal entschuldigen. Habt ihr was, ihr beiden? Kurt muss mal. Kurt muss! Wieso? Wir müssen alle mal. Musst du was Großes? Nee, Kleines. Kleines? Ich fahr nicht nach Hause. Zu spät. 2 müssen mich hochheben und einer muss mir dann die Hose aufmachen. Ach nee, und bist du ganz denn selber? Genau. Na, was ist? Hast du gesehen? So wird's gemacht. Da ist er ja. Die anderen beiden gehören auch dazu. Nichts anmerken lassen, auch den anderen nichts sagen. Alter, ist nicht schlecht. Du kannst doch nicht einfach mit deiner Karre auf dem Rasen rumfahren. Warum denn nicht? Der kann ja nicht laufen. Glauben Sie, sitzt da ein Vergnügen da drauf? Ist mir egal. Mit seiner Karre kann er hier nicht drauf. Das ist ein Rollstuhl und keine Karre. Ja, mit seinem Rollstuhl kann er hier nicht drauf. Guckt euch das doch mal an. Der macht mir doch einen ganzen Rasen kaputt. Könnt ihr euch nicht vorstellen, was sowas kostet. Draußen steht aber kein Schild, dass nur rein dürfen, die laufen können. Das geht dich doch nichts an. Werd bloß nicht frech, du. Das versteht sich doch von selber.
Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Ich verstehe das auch nicht. Darf denn einer rein, dem Bein fehlt und der auf Krücken geht? Selbstverständlich darf so einer hier rein. Krücken machen auf tiefere Löcher als ein Rollstuhl. Hier, sehen Sie mal. Schluss jetzt mit der Quatscherei! Entweder bleibt er mit seinem Rollstuhl hier auf dem Platten oder er muss runter vom Platz. Geh mal langsam. Hat bezahlt, also darf er. Steffen Hahn, du hältst dich da raus. Sonst sag ich deinem Alten. Was du früher gesagt hast, stimmt doch verdammt nochmal. Und Scheiße. Ich geb dir gleich Scheiße. Dich kenn ich, du. Haut alle ab, ich mach was. Hier bestimme ich, was sein darf und was nicht sein darf. Das ist mein Eigentum. Ich darf ja auch nicht zu euch in die Gärten. Wir verlangen ja auch keinen Eintritt. Bloß nicht schlagen, ja? Du bist vielleicht am Marke, du. Er soll also runter. Letztes Wort. Mein letztes Wort. Was soll denn das? Verdammt nochmal! Nehmt er den Jungen hier mit? Können wir nicht die Rede mal spulen in Rasen? So, du fährst jetzt hinterher, deinem Rollstuhl. Sei doch nicht so stur. Hilf doch mit. Komm, sei ein guter Junge, komm. Au, au, au. Das habe ich nicht gewollt, nicht meinen. Anzeiger! Das habe ich nicht gewollt, mein Gott! An einem Leben muss ich vergreifen! Denk! Körperverletzung! Rauchversuch! Mörder! An einen Hilflosen nicht vergreifen! Sie sind ein Unmensch! Das wird Sie teuer zu stehen kommen, das verspreche ich Ihnen! Wir werden jetzt mit Ihnen zu einem Arzt fahren. Wem ist das passiert? Da können Sie Ihren Knochen schon mal nummerieren lassen, Sisi! So war das doch nicht gemein! Selbstverständlich darf der Junge auf meinem Platz! Umsonst sogar! Der kriegt von mir eine Freikarte für ein ganzes Jahr. Stopp! Haben Sie eben Freikarte gesagt? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Stück. 11 was? 11 Freikarten. Du bist wohl verrückt. Für ein ganzes Jahr. Kommt überhaupt nicht in Frage. Gut, dann eben nicht. Dann fahren wir jetzt mit Ihnen zu einem Arzt. Bleib doch! Das sind die Freikarten. Ja. Aber das ist Erpressung. So kann man es auch nennen. Wo sind die Krokodile? Die Mutter Krokodile! Ein Feigling ist verloren! Das haben wir uns beschworen! Krokodil, Krokodil, Backstopp! Gehört er jetzt
zu uns oder ist er ab und zu mal unser Gast? Ich meine, am Kopf hat er ja nichts. Da ist er ganz normal. An den Beinen hat er's. Ein Lamasch ist der. Du hast überhaupt nicht gefragt. Auch weiß er schon. Das ist ein Tannis-Dame. Da oben um da. Und dann die Einbrecher. Auch weiß er schon. Ja, hat er auch entdeckt, sonst hätte er sich so saufen. Ich bin schon dafür, dass er dabei ist. Und die Mutprobe. Bist du blöd? Soll er vielleicht aufs Dach klettern? Also einstimmig gegen. Seid mal still. Seid mal ruhig. Ich höre da was. Das ist ja Egon. Dein Bruder. Längst gesehen. Was machen wir denn hier? Möchte ich auch wissen. Was macht ihr denn hier? Können wir dich auch fragen? Wir gehen hier spazieren, wollen frische Luft schnappen. Hast du vielleicht was dagegen? Ja, bloß nicht frech, du! Yeah. Hallo, Freunde! Habt ihr was zu saufen dabei? Komm in unsere Stube! Wir haben eine Kneipe aufgemacht! Frank, wo habt ihr die Flaschen her? Ja, alles vom Himmel gefallen! Ja. Hat das Christkind gebracht! Nikolaus, mitten im Sommer! Sagst du, wo die Flaschen ist, sage ich Vater. Sag's doch. Dann sag ich ihm, dass ich was hier noch aus dem Fenster steigt. Komm her! 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 Wenn du den anrührst, ich sag dir nur dann. Ich krieg ihn noch, du Schwein. Wart nur. An deiner Stelle würde ich das Maul nicht so aufreißen. Wird ein bisschen vorsichtiger sein. Was soll denn das heißen? Hast doch gehört. Der Schwein, oder? Du blöden Butter! Hey, mal langsam. Reg dich ab, Babysitter. Die kriegt jetzt ihre Tat. Kurz. Wird nur Vater nicht weg. Sei jetzt mal vernünftig und erzähl mir alles. Also, nur mal raus mit der Sprache. Ich habe Mutter doch schon gesagt, dass ich nichts weiß. Ich weiß, wie gut das Ding nachts ist her. Hör mal zu. Du hast doch Vertrauen zu mir. Du kennst sie auch. Also hier aus der Siedlung. Und wer? Egon. Steffen Hagen. Und Kali und Gustav, die kennst du wahrscheinlich nicht. Doch, die kenne ich. Und jetzt? Das ist eine schöne Bescherung. Soll ich zur Polizei gehen? Um Gottes Willen, Kurt, bloß das nicht. Ich könnte mit 1000 Mark verdienen. Jetzt hör aber auf, Kurt. Wir können doch hier niemand anzeigen, der in der Siedlung lebt. Noch dazu Steffen Hagen, dessen Vater im Wohnungsausschuss sitzt. Überleg dir das doch mal. Die machen uns das Leben zur Hölle hier. Hast du das wem erzählt? Maria Weißmann. Sonst weiß es keiner und die hält ihren Mund. Denkst du? Weiber können ihr Mundwerk nicht halten, auch wenn es Kinder sind. Nanda. Also Kurt, du weißt nichts und du hast nichts gesehen. Ich hab den anderen gesagt, ich hab 3 Mopeds gesehen und 3 junge Männer. Und das ist genau schon zu viel. Der Egon, das ist ihm Frank, sein Bruder.
Ich glaube, der Frank mag mich nicht, aber wir haben das Lager entdeckt alle. Da, wo sie ihre gestohlenen Sachen verstecken. Da drüben in der Ziegelei. Ziegelei? Was machst du denn in der Ziegelei? Da steht doch deutlich betreten verboten, Einsturzgefahr. Eltern haften für ihre Kinder. Ja. Die Krokodile haben sich da eine Hütte gebaut und da haben wir ganz zufällig das Lager entdeckt. Wer wir? Kurt, bist du etwa ein Krokodiler? Menschenskind, war das eine ruhige Zeit, als sich die Krokodile noch nicht um ihn gekümmert haben. Und jetzt ist er auch nicht mehr weiter und ich muss mir wieder was einfallen lassen. Also wenn es die Maria weiß, dann weiß es auch bald ihr Bruder. Und so weiter und so weiter. Aber anzeigen können wir sie nicht. Das gibt einen Skandal. Pass mal auf. Wenn das nicht anders geht, dann sagt ihr einfach, wir haben das Lager entdeckt, aber wir wissen nicht, wem es gehört. Tja, und mehr wisst ihr einfach nicht. Ist doch gut, Mutti, oder? Gut. Und das ist doch schon fast die Wahrheit. Wir wissen nicht, wer die Einbrecher sind. Wir wissen nur, dass ihnen das Lager noch drin gehört. Wir vermuten es. Wem soll es denn sonst gehören? Wir können also nicht zur Polizei gehen. Doch, wir können zumindest melden, dass wir das Lager entdeckt haben. Alles andere ist dann Sache der Polizei. Wissen wir, und was lehrt uns das? Von Belohnung keine Spur. Doch, wenn du die Zeitung genau gelesen hast. Da steht für Hinweise ist eine Belohnung von 1000 Mark ausgesetzt. Hinweise? Da steht nicht, dass wir auch Namen und Adressen nennen müssen. Guck, du hast die Einbrecher doch gesehen, als sie nachts im Elektrolager eingestiegen sind. Ich habe nur drei Männer gesehen, die mit Mopeds weggefahren sind. Das genügt doch. Das ist kein Beweis, das ist eine Aussage von mir. Genügt doch. Und dass im Keller das Lager der Einbrecher ist, ist auch nur eine Vermutung. Wieder diese Macaronis! Los, dann ab damit! Ich fang dich doch draußen, Mann. Vergiss dich, Besser. Also pass mal auf. Die dauernd, ihr habt soeben die drei Einbrecher gesehen. Bist du verrückt? Ach, Bruder? Das musst du uns erstmal beweisen. Ich kann es euch beweisen, aber dann setzt euch hin und hört zu. Ich kann euch nur sagen, was ich weiß. Ich habe drei Männer gesehen, die in den Elektrolager eingestiegen. Dass wir im Punkt halt abhauen, dass Frank nichts merkt. Und heute ist der beste Tag, das Zeug aus dem Keller zu holen. Heute ist Schulfest. Heute sind doch alle Leute hier. Und die können Ruhe das Zeug aus dem Keller holen. Am englischen Tag. Im Nestland sind doch alle hier. Wenn das mal gut geht. Unterwäsche, Topfklappen, Hausschuhe, alles. Hey!
Wie soll ich das machen? Das wird einfallen. Echte deutsche Werte meinen. Auf alles unbegrenzte Garantie, wenn sie es nicht lang fliegen lassen. Was denn? Sind deine Eltern schon wieder verreist? Die kommen gleich, dann liefere ich die Schreihals ab. Bleib dabei. Um 9:30 geht's los. Aber ohne Kinderwagen. Mensch, mit den Pfeilen könnte man einen Tod schießen. Ich werde es nicht probieren. Alles klar. Maria verbraucht das Praxisgewerb. Auf alles unbegrenzte Garantie. Maria, hast du gesehen? Ja, der war immer eine Würstchenbude. Okay. Hey, bring mal ein paar mit, ja? Alles klar, es kann losgehen. Wissen Sie, wo der Kuft ist? Vorhin war er bei den Bogenschützen. Das ist da drüben. Ja, lass doch mal hier. Frau Buchler, ja? Wissen Sie, wo der Hannes ist? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was soll ich da? Ja, ich komme gleich wieder. Was darfst du denn? Ich könnte den Kopf klappen können. Das habe ich nicht gesagt. Gut. Lass den Kopf. Stabilisiert sie hier irgendwo. Kopf! Kopf! Wo ist mein Kopf? Das hat keine Eier hier. Kopf! Hör mal auf, Mensch! Ist was gut? Wir könnten Bogen schießen. Kurt hat seine Sachen dabei. Würde ich nicht tun, da kann man uns sehen. Könnt ihr denn nicht mal eine Stunde auf eurem Arsch sitzen? Ich muss das den ganzen Tag. Ja, du bist ja ein Berufssitzer. Still, da ist was. Jetzt steigen welche aus. Ich werde verrückt. Mensch, der Kurt hat recht. Ich sehe sie ganz deutlich. Der Kali, der Gustav und der Igor. Ich werde verrückt. Mensch, der Kali kommt auf uns zu. Was machen wir jetzt? Oh, verdammte Scheiße. Thank you.
Und was jetzt? Wenn du noch lange so unfreundlich bist, dann schrei. Ich muss sehen, was dann passiert. Einer da. Psst, seid mal still, da kommt was. Uns die ganze Tour vermassen. An die haben wir nicht gedacht. Ach was, die sind doch froh, dass sie heil weggekommen sind. Scheiße, mein Sohn, die vermassen uns die ganze Tour. Wir bekommen Besuch. Was sagen wir denn jetzt? Die Wahrheit. Schöne Kumpels seid ihr. Keiner hat mir Bescheid gesagt. Ich hab dich überall gesucht. Du warst verschwunden. Hör doch auf zu lügen. Warum wollt ihr mich nicht dabei haben? Warum sollten wir dich nicht dabei haben wollen? Warum wohl? Du störst doch nicht. Los, komm mit. Hier, wirst schon sehen. Mein Bruder. Das ist Egon. Ja. Was machen die denn hier? Warum habt ihr euch denn versteckt? Die holen das Zeug wieder ab, das sie bei ihren Einbrüchen gestohlen haben. Du kennst ja den Keller und was alles da drin ist. Sag das nochmal. Hier geht's das. Seid ihr vor? Stimmt, was Theo gesagt hat. Oder meinst du, die holen das Zeug ab, wenn sie nicht gehört? Was sagt er schon? Was sie dabei, als sie eingebrochen haben? Eben nicht. Aber der Koch? Ja, der Koch. Er hat die Nacht beobachtet, als sie im Elektrolager eingebrochen sind. Und dem glaubt ihr? Diesen... Na, sprecht dich ruhig aus. Der Krüppel hat doch nicht alle Tafeln im Schrank. Der ist doch bescheuert. Sag das noch mal.
Was macht denn dieser Scheißer hier? Den werde ich den Marsch blasen. Willst du mir sagen, was du hier machst? Und du? Ich hab dich was gefragt. Wenn du es genau wissen willst, ich schaue euch nur zu, wie ihr das Zeug wegschafft, was ihr zusammengeklaut habt. Wo fahrt ihr das Zeug überhaupt hin? Du bist wohl lebensmüde. Hast du überhaupt einen Führerschein für den Kastenwagen? Ich dachte, du darfst nur Moped fahren. Wenn du noch ein Wort sagst, du verdammter Lahmarsch, dann... Wenn du noch einen Schritt machst, dann jag ich dir meinen Pfeil in den Bauch, du Dieb. Au! Wenn du noch einen Schritt machst, dann schieß ich nochmal. Bleib stehen oder hau ab! Zur Polizei. Klar, wir zeigen sie an. Nein. Was? Tot könntest du sein? Bin aber nicht tot. Klar, wir müssen jetzt was machen. Anzeigen. Ihr spinnt wohl. Ihr könnt doch nicht Franks Bruder anzeigen. Und Carly, sein Vater ist bei der Autobahnpolizei. Was sagst du dazu, Olaf? Sag jetzt was. Anzeigen. Ja, anzeigen. Wir gehen jetzt zur Polizei. Ja, sie hätten doch wenigstens was sagen können. Jetzt hat doch keinen Zweck, wenn wir noch länger hier rumsitzen. Beruhig dich. Er ist ja schon öfter mit den anderen weggeblieben. Aber das ist es doch, was mich so unruhig macht. Wir sind bestimmt in der alten Ziegelei. Willst du nicht mal gucken? Komm jetzt. Ich rede mit ihm, wenn er nach Hause kommt. Ja, wenn er kommt. Du spielst jetzt nicht verrückt. Ich bin ja nicht dagegen, dass wir zur Polizei gehen. Nur... Passt mal auf. Wir sagen bei der Polizei nur, dass wir das Lager entdeckt haben. Mehr wissen wir eben nicht. Wir können ja dann immer noch sagen, dass wir einen VW-Kastenwagen gesehen haben und drei junge Männer. Was soll das, der Jacke, die Hose? Eben nicht. Wir haben Anzeige erstattet, haben aber Egon nicht verraten. Ist doch klar. Und wenn die Polizei auf unseren Tipp die drei ausfindig macht, dann haben wir sie doch angezeigt. Ich hätte doch gesagt, es war Jacke wie Hose. Aber ist schon was dran, was Kurt gesagt hat. Wir können immer noch sagen, wir haben sie nicht angezeigt. Ich wette, dass die Polizei die drei doch nicht findet. Mein Vater sagt immer, Polizei ist ähnlich als Polizei erlaubt. Ja. Was ist jetzt, Bruder Hartz? Gehst du rein oder nicht? Oder hast du Angst? Ich hab keine Angst. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Vielleicht glauben sie uns nicht. Die Polizei glaubt alles. Dafür werden sie bezahlt. Los, kommt alle rein! Haben wir gesehen, wie ein VW-Bus... Falsch. VW-Kastenwagen. Wie heißt du denn? Kurt Wolfermann. Mein Vater ist bei der Stadt. Er fährt einen Müllwagen mit Sprechfunk. Also gut. Ein VW-Kastenwagen weggefahren ist, in dem vorher drei junge Männer
eingestiegen sind? Etwa 17 bis 20 Jahre alt. Groß, klein, wie waren Sie angezogen? Groß, manchmal klein. Quatsch, mittelgroß mit einer Lederjacke. Der hatte doch eine Jeansjacke an. Vielleicht werdet ihr euch einig. Seid mal ruhig. Der hat bestimmt eine Lederjacke angehabt. Eins kann ich euch sagen. Wenn ihr uns anlügt. Sie können doch nachprüfen, ob wir die Wahrheit sagen. Ihr wisst genau, was wir meinen. Also, wer sind die drei, von denen ihr sprecht? Aber Herr Wachtmeister, wir können Ihnen doch nicht Namen und Adressen liefern. Eben. Ein bisschen was muss die Polizei auch schon machen. Nicht nur doof fragen. Es waren drei, ob mit oder ohne Lederjacke. Herr Wachtmeister, der Ego... Der eine, der hat eine Lederjacke angehabt, das weiß ich. Ihr wisst doch alle, was ein Protokoll ist. Nee, wir sind ja schließlich nicht von gestern. Und so ein Protokoll, das ist was Amtliches. Das heißt, dass da die Wahrheit gesagt werden muss. Also, wer sind die drei jungen Männer? Wir haben alles gesagt, Herr Wachtmeister. Also gut. Wie ihr wollt. Du bist zum Arzt. Das sieht ja schlimm aus. Der verdammte Kerl. Gott, der nicht anders, der wirklich schießt. Und mein Lappen. So eine Scheiße. Arzt wird mich bestimmt krank schreiben. Kriege ich Ärger mit meinem Meister. Ob die uns wirklich anzeigen? Nee, Frank war dabei. Und wenn doch? Dann können wir einpacken. Jedenfalls haben wir die drei nicht angezeigt, nur Hinweise gegeben. Im Grunde ist das dasselbe. Und was hätten wir machen sollen? Nicht? Jedenfalls haben wir die Polizei angelogen. Unsinn, wir haben bloß nicht alles gesagt. Ach komm, hör doch endlich auf. Am frühen Morgen. Was du sagst, hast du gestern schon gesagt. Weil man das nicht oft genug sagen kann, zur Polizei gehen. Kurt, was hast du denn eigentlich bei gedacht? Mein Sohn zeigt Nachbarn an und hier steht's auch noch. Das ist eine schöne Bescherung. Was? Gestern nahm die Polizei 5 Italiener-Kinder fest, bei denen Sachen gefunden wurden, die einwandfrei aus den Einbrüchen stammen. Mein Gott. Und bei den Eltern wurden auch Hausdurchsuchungen durchgeführt. Mein Gott. Sag mal, Vater, ist es eigentlich Diebstahl, wenn etwas gestohlen wird, was schon mal gestohlen worden ist? Gut. Du weißt, dass diese Kinder das nicht waren. Das weißt du doch, oder? Natürlich weiß ich, dass wir alle wissen, dass sie es nicht waren, sondern dass sie nur gestohlen haben, was die anderen schon mal gestohlen haben. Ja, siehst du? Dass du das wieder in Ordnung bringst. Wie du oder ihr das macht, das ist eure Sache. Ach Mann, das ist doch verrückt. Der soll die Namen nicht nennen vom Steffenhagen und den anderen. Und dann soll er auch noch beweisen, dass es die Kinder nicht waren. Wie soll er das denn machen? Komm mal da an, später. Tschüss. Und jetzt? Weiß ich nicht. Also eins steht fest, Kurt. Ihr könnt nicht zulassen, dass die Kinder beschuldigt werden. Auch wenn der kleine italienische Junge mit dem Fahrrad erwischt worden ist. Kurt, das geht nicht. Was hat der Arzt gesagt? Anschein, Stilling! Uns kann jetzt keiner mehr was. Das war ganz gut, dass die Ithaka vorbeigekommen sind. Sag mal, hat dein Bruder noch was gesagt? Frank? Mhm. Kein Wort. Komisch, er ist doch bei der Bande, bei den Krokodilern. Ist er, aber ich will nicht fragen. Nur mein Alter hat einen Tanz gemacht, weil ich schon wieder einen Krankenschein brauche. Du, ich hau wieder ab, ich hab Mittagsschicht. Bis morgen dann. Tschüss. Tschüss. Der Oberkreisdirektor als Kreispolizeibehörde. Sehen wir so. Komm. Ich bin auch zugenagelt! Versiegelt! Sind wahrscheinlich heute sowieso das letzte Mal hier in der Hütte. Mein Vater sagt, das wird alles gesprengt hier. Da rollen wir die Wache an. Wir müssen jetzt was beschließen. So geht's nicht weiter. Und wie soll es weitergehen? Setz dich. Lass mich von dir nicht rumkommandieren. Dann kannst du ja wieder gehen. Wir müssen jetzt was unternehmen, klar. Nur wir wissen, dass die Spaghetti-Pflaster nicht waren. Kommst du auf die vielleicht an?
Mein Vater sagt, dass alles fuck, diese Italiener. Was dein Vater sagt, das interessiert uns nicht. Jedenfalls müssen wir der Polizei melden, dass die Macaroni nicht waren. Haben wir schon. Wir haben gesagt, dass drei junge Männer den Keller ausgeräumt haben. Was? Ja, keinen Namen genannt. Obgleich wir wissen, dass es dein Bruder mit den anderen war. Jawohl, das kannst du nicht verlangen. Abstimmen. Ich bin dafür. Was wollt ihr machen? Die Wahrheit sagen. Vater, das kann doch nicht so weitergehen wie bisher. Das geht doch nicht. Warte mal still, Kurt. Ich überlege gerade. Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Ithaka... Ithaka sagt man nicht. Die Italienerkinder zu entlasten und den Steffenhagen zu entlasten. Verdammt nochmal, das muss doch möglich sein. Ich habe dir schon oft gesagt, dass das unheimlich schwierig ist, gegen den Steffenhagen anzustinken. Und warum? Warum? Tja, das kann ich auch nicht erklären. Es gibt Leute, komm, lass das, ja? Es gibt eben Leute, da sind die Leute gleich auf deren Seite, egal was passiert. Du bist ja schon oft mit in die Kneipe gegangen. Und du hast es doch gesehen, wie die Leute gleich nicken. Da braucht der Steffenhagen nur das Maul aufzumachen. Tja, auch wenn es Blödsinn ist. Wohl nicht so mutig ohne dein Schießeisen. So, bei Bullen seid ihr gewesen. Bei Ei, wer wird denn? Anzeige hast du gemacht. Das ist nicht wahr. Ah, lügen tut er auch noch, das Jüngelchen. Tapfere Schneiderlein. Lass mich in Ruhe! Habt ihr gehört? In Ruhe soll er gelassen. Ich hab dir nichts getan! Sache. Nein, bitte lassen Sie. Was ist hier passiert? Au! 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 Hast du dir wehgetan? Frau Wolfermann, es war der Egon Steffenhagen. Ich hab's gesehen. Ich will eine Anzeige machen. Jawohl, ich will eine Anzeige machen wegen Körperverletzung. Also wegen Körperverletzung? Nein, nicht wegen Körperverletzung. Ich wollte bloß sagen, dass es nicht die Ithaka aus dem Spaghetti-Fuddel waren. Ithaka sagt man nicht kurz. Ja, das wollten wir eigentlich sagen. Wir wissen bereits alles. Über einen VW-Kastenwagen sind wir dahinter gekommen. Aber wenn Sie eine Anzeige machen wollen, wegen Körperverletzung, was ist damit? Also, mein Sohn fuhr vorhin. Nicht der Rede wert. Tja. Da wird er wohl recht haben, mein Sohn. War nicht der Rede wert. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Warum, Treiber? Die Leute haben dich gesehen, du hast ihn mit Absicht rausgestoßen. Hab ich nicht. Und wenn du ihn nicht rausgestoßen hast, warum hast du ihn dann nicht aufgehoben? Lass mich in Ruhe! Maul, jetzt rede ich! Frage dich, Findel, weißt du? Was glaubst du, was ich mit dir machen werde? Drückeberger. Wie kein Drückeberger. Schon wieder einen Krankenschein? Jetzt, Maul, jetzt rede ich! Aber du redest ja sowieso die ganze Zeit. Vater, kommst du mal? Guten Tag, Kriminalpolizei. Herr Steffenhagen, wir haben einen Haftbefehl für Ihren Sohn Egon Steffenhagen. Bitte. Ein
Wenn er den Jungen schon aus dem Rollstuhl stößt, muss man ihn doch nicht gleich verhaften. Dringender Verdacht wegen Einbruch und Diebstahl. Kommen Sie bitte mit. Sanierung nennt man das. Sanierung? Was ist denn das? Sanierung ist, wenn alles abgerissen wird. Was willst du denn hier? Egon ist abgeholt worden von zwei Kriminellen. Kriminale heißt das. No.